Was sind wohl die besten Karten auf Dawn of Majesty? Es gibt in diesem Set nicht so krank viele gute Karten. Es gibt ein paar neue Archetypes, viel, viel Support für alte Themendecks. Es gibt hier Majestic Support in dem Set, was aber nicht die besten Karten des Sets sind, deswegen werden wir die einmal ganz kurz ausklammern. Das Set erscheint bei uns am 12.8., also in ein paar Tagen. Also ein sehr, sehr spannender Release. Jetzt natürlich die Frage, was sind die besten Karten aus dem Set? Ich werde euch aber jetzt auch die deutschen Namen verraten, denn ich habe mittlerweile ein bisschen geändert, wie ich die Recherche mache. Wir fangen an mit Platz Nummer 5, die Iris Schwertseele. Schwertseele wird das neue Deck sein, was wir in Bode bekommen, also Birth of Destiny. Und diese Karte ist ein kleiner Teaser für das Deck, aber das ist prinzipiell eine generische Handtrip. Sie hat die Fähigkeit, sich selber spezial zu beschwören, wenn ein Monster, was an Effekte hat, auf dem Feld liegt. Cool. Schwierig rauszukriegen. Das hängt davon ab, dass ihr irgendwas macht oder dass ihr eine andere Handtrip habt, die quasi genau das macht. Der Effekt ist aber ganz cool. Ihr könnt quasi einen von drei Effekten benutzen, je nachdem, von wo der Gegner ein Monster spezial beschwört, wenn die Karte auf dem Feld liegt. Ihr könnt entweder ein Monster von Hand spezial beschwören, wenn der Gegner was von Hand beschwört. Ihr könnt zwei Karten ziehen, wenn der Gegner was aus dem Deck spezial beschwört. Ziemlich nice. Wenn der Gegner was aus dem Ex-Deck spezial beschwört, dann können wir ein Monster, was aus dem Ex-Deck spezial beschworen wurde, auf dem Spielfeld zerstören. Ganz nicer Effekt, nicht der krasseste, deswegen ist sie auch nur Platz Nummer 5. Aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnen, ist eine sehr, sehr interessante Karte. Ist auch eine Secret Rare aus dem Set, also wird nicht mega billig sein, aber ich glaube, wirklich teuer werden die Karten aus dem Set eh nicht. Deswegen so um die 30 Euro wahrscheinlich. Einmal ganz kurz unten ein Like lassen für den Channel, für den Like ist. Ihr wisst Bescheid, weiter zum Video. Dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 4 und das ist ein Pendelmonster. Let's go! Und das ist einmal Menschenjagen Intelligenz Mi Psy Ya. Der Name ist natürlich Ultraschmutz, aber das ist eine sehr interessante Karte. Die ist eine Nuller-Scale, was generell schon mal nicht schlecht ist. Die ist ein Floodgate, was auch per se erstmal interessant ist, denn der Pendel-Effekt von der Karte ist, dass alle Karten, die auf dem Friedhof gelegt werden würden, gebannt würden, außer Monsterkarten. Ist also ein umgedrehter Makrokosmos, was ganz interessant ist. Mal sowas anderes. Aber die zweite Fähigkeit von der Karte, der Monster-Effekt, der ist super interessant. Du kannst nämlich diese Karte spezial beschwören, indem du ein Pendelmonster von deiner Hand oder von deiner Pendelzone auf ins Ex-Deck zurücklegst und dann kannst du die spezial beschwören. Jetzt denkt ihr, warum sollte ich spezial beschwören wollen? Erstmal, die ist ein Level 8 Monster, also relativ generisch und relativ viel möglich mit Level 8 Monstern. 3000er Death Wall. Und die hat die Fähigkeit, dass quasi während der Endphase, wenn ein Monster beschworen wurde, falls diese Karte auf dem Feld liegt, die auf den Friedhof gelegt werden. Das ist super interessant. Und das ist ein Effekt, der sich aktiviert. Das bedeutet, wenn das Monster beschworen wird, aktiviert sich der Effekt von Mi Psy Ya und dann werden die in der Endphase auf den Friedhof gelegt. Das heißt, die im ersten Spiel so zu machen, ist gar nicht so bad, weil der Gegner nicht setupen kann. Ist also eine sehr, sehr interessante Karte. Machen wir weiter mit Platz Nummer 3. Und das ist der Sternenwind Wolfrayet. Der Name klingt irgendwie sehr komisch, ist irgendwie auch. Das ist ein generisches Level 9 Synchromonster, was einen sehr, sehr interessanten Effekt hat. Sehr, sehr heftig. Also die Fähigkeit von dem Monster ist die, wenn diese Karte 4000 oder mehr ATK hat, könnt ihr die Karte ins Ex-Deck zurücklegen und könnt alle Monster vom generischen Feld ins Deck zurückmischen. Sehr kranker Effekt. Der Nachteil ist, die Karte hat nur 2500 ATK. Die hat aber die Fähigkeit, sich selber zu pushen. Denn wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird, pusht sie sich immer um 300. Ihr müsst also 5 Monster-Effekte aktivieren, Mathe, um halt den Effekt triggern zu können. Das Schöne ist halt, das ist halt ein Quick-Effekt mit dem Zurückmischen. Das heißt, den nur hinzulegen mit vielleicht einem Effekt, der fehlt, kann manchmal schon reichen, um den Gegner halt komplett hops zu nehmen. Ist halt nicht so gut wie Zeus, aber ist eine sehr, sehr gute Karte. Die ist vielleicht jetzt noch nicht ganz so krank, aber die könnte in Zukunft richtig, richtig insane werden. Auf jeden Fall auf Liste haben, Platz Nummer 3 ist der Sternenwind Wolfrayet. Wie auch immer die ausgesprochen wird. Hoffentlich so. Und Platz Nummer DOS geht an die ganzen Despia-Karten im Set. Despia ist ein Deckthema, was interessant ist, noch nicht auf dem vollen Potential ist, aber sehr, sehr viele interessante Karten hat. Ich nehme jetzt mal als Beispiel dafür einmal Aluba, der Narr von Despia. Fun Fact: Es gab mit dieser Karte einen Fehlprint, denn in manchen Teilen stand drauf, dass sie eine Despia-Karte suchen kann. In manchen stand drin, dass es eine Branded-Karte suchen kann, also eine Markiert-Karte. Und wie Konami bestätigt hat, ist markiert richtig, also sie kann Branded-Karten suchen. Das heißt, eine Quickspell aus dem Themendeck, die sehr, sehr gut ist. Und das heißt, das ist der beste Eröffner, das ist quasi euer Alistar, der sogar noch ein bisschen mehr macht als Alistar. Ist also eine sehr, sehr gute Karte. Und ja, das war Platz Nummer 2. Despia wird ein Deckthema, was ihr häufiger mal sehen werdet. Also lest euch die Karten schon mal durch, die können ein bisschen Stuff machen und sind relativ generisch. Zwar ein bisschen auf Fusionsmonster gelockt, aber sind sehr, sehr generisch, also auf jeden Fall mal durchlesen.
Bevor wir jetzt aber zu Platz Nummer 1 kommen, haben wir noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Und das sind Karten, die ich für aktuell als sehr, sehr interessant empfinde. Aber nicht aktuell sehr spielstark, aber die vielleicht mal spielstark werden könnten. Oder einfach nur neat sind, dass man sie haben könnte oder benutzen könnte. Das ist einmal der Linkapfel. Die Karte ist im Endeffekt ein schlechterer Upstart. Lest euch den Effekt durch. Sehr interessant. Die nächste Karte ist die Life Twin Spellkarte, die halt Karten von dem Themendeck suchen kann. Es ist eine super Karte, es ist ähnlich wie Tenki. Merkt euch das, denn das könnte wichtig werden für das nächste Set. Dann haben wir einmal die Ritualart, die uns Ritualmatter vom Deck beschwören lässt. Das klingt vielleicht erstmal nicht so gut, aber in verschiedenen Themendecks, die mit normalen Monstern interagieren, könnte das schwierig werden. Es gibt relativ generische Ritualmonster, die extrem gute Effekte haben. Wenn wir die aus dem Deck spezial beschwören können, echt gut sein können. Es gibt einige Level 7 Ritualmonster, die wirklich gut sind. Es gibt einige Level 6 Ritualmonster, die gut sind, wie der Herald zum Beispiel. Könnte also einiges passieren. Und die letzte Karte, die ich nochmal erwähnen wollte, war einmal das Chronomale Vimana. Ich weiß, der Name ist ultra interessant, aber die ist ein Monster-Negate. Und das generisch für alle Rang 5 Decks mit 2600 Def. Die könnt ihr also legit in Cyberdragon spielen, weil es da wirklich halt gut funktioniert. Und wenn in Zukunft ein Level 5 Deck rauskommt, was halt Negates braucht, ist das quasi neben Infinity das Prime Target. Also merkt euch die Karte auf jeden Fall, die ist echt nicht schlecht für ein Monster-Negate. Natürlich machen wir jetzt weiter mit Platz Nummer 1. Ich denke mal, ihr wisst, um welche Karte es geht. Das ist die Hype-Karte des Sets und das ist einmal die Fertigfusion. Ja, was soll ich zu der Fertigfusion sagen? Die hat die Fähigkeit, aus dem Extra-Deck einen Nicht-Effekt-Fusionsmonster-Spezial zu beschwören, eine Stufe 6 oder niedriger, einmal pro Spielzug. Und das gilt als Fusionsbeschwörung. Das klingt erstmal nicht so heftig, aber sie ist halt ein Extender für so ziemlich jedes Deck und man kann damit viele Shenanigans machen. Passt also auf, die Karte ist besser, als ihr denkt. Sie ist aktuell nicht gut spielbar. Zumindest kein Deck, wo die wirklich richtig strong ist. Noch nicht. Es gibt garantiert irgendeine Möglichkeit, in Kombination mit dem extra Deck, da ein paar Shenanigans zu machen, die wirklich nicht so fair sind. Es gibt zum Beispiel eine Karte wie Zimorg, das Link-Monster, wofür ihr nur ein Wingbeast-Monster braucht. Und diese Karte ist generisch immer ein Wingbeast-Monster. Damit könnt ihr die Statue aus dem Deck specialen und der Gegner kann nur noch Wingmonster beschwören. Ja. Was soll man dazu sagen? Das könnte legit ein Thema werden. Ich werfe es nur mal ganz kurz einmal raus. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Top 5 aus Dawn of Majesty, dem neuen Hauptset. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.